Hallo und willkommen zurück. Nahtlos geht es weiter bei Hogwarts Legacy. Wir sind in Schloss Rookwood und haben gerade ein Gespräch belauscht und haben erfahren, dass sie auf der Suche nach Spuren alter Magie sind. Also genau genommen das, was wir sehen können, suchen sie. Wir versuchen uns weiter unauffällig vorzuschleichen. Das hat gerade eben nicht so gut funktioniert. Der Innenhof war ein einziges Schlachtfeld. Was war das? Rebellion. Na klar. Ach so, der Prof ist schon da unten. Nichts passiert, alles gut, okay. Das ist wohl der schnelle Weg nach unten. Ist weniger Nachtisch. Ich hab dich neulich mit einem Troll verwechselt. Was hat es mit den Symbolen an den Wänden auf sich? Das war die beste. Das hat es. Ich kenne solche Symbole. Ich muss sie alle finden und sie dann schnell hintereinander verzaubern. Das hat offensichtlich schon funktioniert. Ich glaube, das hatten die gerade gehört. Kann das sein? Hm. Egal, hier gibt es scheinbar nicht mehr nichts mehr zu entdecken. Wir gehen einfach weiter. Aha, okay. Okay, die waren doch oberirdisch. Hätte ich da doch irgendwie hinkommen können? Bin ich ja neugierig, muss ich sagen. Ach, ich kann den Keller jetzt nicht mehr verlassen. Na gut. Revelio. Aber ich bin scheinbar allein hier unten. Sie sind uns einen Schritt voraus. Folgen wir ihnen. Wo ist der Professor? Der hat doch gerade was gesagt. Hm. Was haben die da denn? Oh, das sieht gar nicht mal so gut aus. Das muss es sein. Der Magievorrat und die Quelle von Renrocks Macht. Sieht leer aus. Warum sind sie noch hier, wenn sie alles entnommen haben? Renrock sagte, dass es noch mehr zu finden gibt. Wenn er damit recht hat, liegt es womöglich hier. Wo auch immer es ist, wir müssen es finden, bevor sie es tun. Wo ist das Porträt? Revelio. Ja, das sieht mir noch sehr porträtig aus. Ich habe etwas gehört. Ich hatte gehofft, dass sie es sind. Professor Rookwood, die Kobolde und die schwarzen Magier im Schloss suchen nach Magievorräten und haben eine Art Behälter aufgebrochen. Nein, es ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wenn, wie sie es Percival sagten, ein Kobold in seinem Verlies mächtige Magie wirkte, dann haben sie irgendwie gelernt, das kann nicht sein. Und die wissen, dass sie ein Hüter waren. Renrock nutzte den Begriff. Das ergibt keinen Sinn. Wie er hat... Das besprechen wir später. Jetzt müssen Sie die nächste Prüfung absolvieren.
Sir, ich habe mich doch sicherlich bewiesen. Angesichts der Geschehnisse sollten Sie mir vielleicht alles sagen. Sie müssen diese Macht zuerst vollkommen begreifen. Dafür sorgen diese Prüfungen. Macht ohne Wissen ist enorm gefährlich. In den falschen Händen. Wir müssen Ranrock überlisten. Und meinen unseligen Namensvetter. Gut, Professor. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Ich werde es Ihnen zeigen. Professor Fick muss Sie jetzt verlassen. Ich finde das nicht ganz fair. Er sagt ja so, ja, Macht ist gefährlich. Also ich will ja keine Macht, ich will ja wissen. Ich will ja erstmal wissen, was hier vor sich geht. Und naja. Und dann will ich die Macht. Aber naja, gut. Das sollten wir noch irgendwas mit ihm sagen? Nein, gut. Ah ja. Ich würde mich Ihnen anschließen, wenn ich könnte. Und der gute Professor Fick bekommt ja auch alle Informationen, wenn ich mich dann als würdig erwiesen habe. Das ist ja auch nicht ganz fair. Aber gut. Prüfungszeit. Dann wollen wir uns mal prüfen lassen. Aha, aha. Was hat es hiermit auf sich? Sieht so aus, als wenn man damit irgendwas machen müsste, könnte. Na, wir folgen erstmal der Treppe. Aha. Siehste, jetzt müssten wir nur noch teleportieren lernen. Da ist auch was passiert. Das war gerade eben noch nicht rot. Ah. Aha. Accio! Wingardium Leviosa! Das irgendein Bewandtnis? Das ist ja spannend. Ich muss die Säule verschieben, um hier herauszuklettern. Vielleicht ist der Torbogen die Lösung. Akio, Wingardium Leviosa. So, das war doch einfach. Das sieht mir verdächtig aus. Das macht doch irgendwas sicherlich. Sieht so ein bisschen aus wie diese Dinger, die weg... Ja, genau sowas in der Art. Die wegfallen oder so. Naja, gut, okay, nichts passiert. Da oben ist eine Truhe. Revelio.
Sonst nix? Okay. Da oben ist auch noch eine Truhe. Okay, da tut sich nichts. Aber welchen Zweck hat dieser Schalter? Egal, wir schauen hier erstmal rein. Ah, den müssen wir wahrscheinlich wegbewegen, das soll es wohl sein. Aber wie kommen wir an die Kiste da oben? Da ist so eine Schatztruhe. Diese Säule versperrt den Weg. Ich muss sie verschieben. Ah, ich habe eine Idee. Wir gehen hier hin. Accio! Brigade Leviosa! Nee, okay, das funktioniert so nicht. Mhm. Jetzt kann ich hier durch, aber was bringt mir das? Ich möchte ja eigentlich gerne... Jetzt bin ich doch ein bisschen sehr verwirrt. Was habe ich denn jetzt gemacht? Das ist auf jeden Fall nicht ganz unhilfreich. Ich habe auch noch nicht so ganz raus. Ah, guck mal, hier ist auch noch was. Ach hier. Vingadium Leviosa. Leviosa. Wahrscheinlich hätte ich es ein bisschen näher ranstellen müssen, was? Hm. Okay. So. Ah, das ist auch eine Kiste. Accio! Vingadium Leviosa! So, ist das nah genug? Hoffen wir mal. Irgendwie scheint dieses Tor ein bisschen kaputt zu sein. Kann das wohl angehen? Siehst du, so schaltet er direkt um. So, trotzdem weiter Sprung, ne? Ja, okay.
Wir sind ja sportlich. Wow. Dieser Aufwand für 34 Münzen. Ich bin begeistert. Hier können wir irgendwie das hier noch wegmachen? Nee. Hm. Rebellion. Na gut, sonst kann man da auch nichts machen. Das da hinten ist nur ein Schalter. Ja, ich würde sagen, wir haben alles, was wir wollen und können weitergehen. Ah. Der ist doch bestimmt nicht nett. Und bestimmt auch nicht heranziehbar. Da können wir besser den hier benutzen, glaube ich. Das lief gar nicht so ganz schlecht. Und das ohne Kräuterunterstützung. Mhm. Ich glaube, ich muss hier nach links gehen. Aber wie? Wieso glaubst du das? Rebellion. Verstehe nicht so ganz, was das bezweckt. Wow, hoppla. Ach, jetzt soll ich dahin, wo ich nicht mehr hinkomme? Ja, das ist ja... Was mich gerade ein bisschen irritiert,
Da war gerade auch so ein Füdelding, aber auf der anderen Seite. Hm. Naja, okay. Wir gehen jetzt erstmal hier runter, müssen uns wahrscheinlich mit dem darum ärgern. Hier ist eine Säule, aber kein Vorsprung zum Festhalten. Lazio! Boah, ich hätte den auch noch etwas abwerfen können. Naja, okay. Ich glaube, er hat gerade wichtige Tipps gesagt, die ich nicht gehört habe. Jetzt können wir auf jeden Fall dieses Ding hier bewegen. Wingardium Leviosa. Ich glaube, ich werde diese Tore nicht mehr verstehen. Ist es möglich, einen dieser Blöcke durch den Torbogen zu ziehen? Durch den Torbogen zu ziehen? Ach, da durchziehen. Ja, gut, okay, das haben wir ja schon mal gemacht. Hä, aber es müsste doch eigentlich jetzt wieder umschalten. Okay, das kapiere ich nicht und werde ich wohl nicht mehr kapieren. Was ist das? Hä, das, Accio. Vingardium Leviosa. Accio. Vingardium Leviosa. Accio. Vingardium Leviosa. Impulso. Nachdem ich den Block durch den Torbogen herausgezogen habe, kann ich ihn so platzieren, dass ich auf der anderen Seite draufklettern kann. Accio. Vingardium Leviosa. Ich weiß nicht, was er von mir will. Irgendwas ist, da stand das Ding vorher auch schon. Und wenn ich jetzt so rumgehe, dann müsste er wieder heile sein. Aha, aber jetzt ist der Torbogen nicht mehr da. Jetzt, yeah, mhm. Accio. Vingardium Leviosa. Nee, irgendwie verstehe ich es doch nicht.
Nee, kapiere ich nicht. Ach hier. Wingardium Leviosa. Nee, das macht keinen Sinn. Hm, keine Ahnung. Check ich nicht. Ich kann ja das Ding auch mal drehen, ne? Und dann? Was habe ich dann davon? Nichts. Accio. Wingardium Leviosa. Ah ja, doch, so. Schön, dass der auch den physikalischen Grundsätzen trotzt. Ohne Scheiß, den hätte ich doch einfach hier stehen lassen können. Accio. Wingardium Leviosa. Ja, wahrscheinlich musste man ihn tatsächlich einmal da durchbringen. Dann umschalten. Nee. So, und dann... Dann kann man darüber. Mein Gott, ey, da habe ich mich jetzt aber auch ein bisschen angestellt hier, ne? Oh, das war ein bisschen weird. Tja, das sieht mir doch schwer danach aus, als wenn jetzt ein richtig fieser Kampf kommt. Ich würde sagen, wir machen ein kleines Häuschen, tanken nochmal Kraft und dann werden wir den Dickmops da drinnen erledigen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin. Ciao.